So, jetzt schauen wir mal. Hier unten gibt es eine Waffe zu holen. Eine neue Waffe für Impa. Aber, ah, das sind Schmetterlinge am rechten Bildschirmrand. Dafür brauchen wir so eine Harfe hier. Das heißt, wir müssen erst das hier machen. Aber hier gäbe es auch was Verstecktes. Dafür brauchen wir eine Bombe. Das heißt, also wahrscheinlich brauchen wir eine Bombe. Ich bin mir nicht mal sicher. Es gibt neuerdings auch, gab es in der Urversion auch nicht diesen Laden hier. Da kann man für Rubine Items kaufen. Das heißt, ich kaufe jetzt auf jeden Fall mal einen Kompass. Das erspart uns nämlich, dass wir ein Level, in dem wir einen Kompass kriegen, nochmal machen müssten. Aber das Bombenlevel machen wir jetzt. Müssen wir sowieso machen, damit wir später zur Karte kommen. Also, Bombenlevel mit Lara, oder wie sie heißt. Lana, genau. Lana ist ein Original-Charakter. Ein Charakter, der extra für Hyrule Warriors entworfen wurde und der im Grunde keinen Bezug zu Zelda hat. Bis jetzt. Ist euch aufgefallen, dass es noch keine Hyrule Warriors Geister in Smash Brothers gibt? Ich würde mich gleich wieder auf die Theorie bringen, wenn es nicht so absurd wäre, dass im zweiten DLC ein Hyrule Warriors Charakter irgendwie mit dabei ist in Smash Brothers. Aber das ist wirklich absurd. Aber ich würde Nintendo alles zutrauen. Alles. Selbst, dass Lana zum nächsten Smash Brothers DLC Charakter wird. Man weiß es nie, aber es ist sehr absurd. Ich will die These nur mal so in den Raum stellen. Ach ja. Nintendo Direct. Wo bleibst du eigentlich, Nintendo Direct? Ich hätte ja Ende Januar noch meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass spätestens Mitte, Ende Februar die nächste Nintendo Direct kommt. Aber sie kam nicht. Aber dafür nehmen wir mal Lana mit dem Zauberbuch. Dafür kam eine Animal Crossing Direct, in dem Animal Crossing näher vorgestellt wurde, das jetzt am 20. erscheint. Und seitdem bin ich mir eigentlich genauso sicher, wie ich mir vorher war, dass die im Februar kommen wird, dass die jetzt wahrscheinlich erst Ende März kommt, weil ich traue mich meine Hand dafür ins Feuer legen. Genauso wie vorher, aber wie das ausgeht, wissen wir ja, dass die jetzt keine Direct mehr machen vor dem Release von Animal Crossing, weil die ja sonst quasi den Animal Crossing Hype eventuell durch irgendwelche Neuankündigungen dämpfen würden. Und jetzt ist da gerade, viele Leute freuen sich sehr stark drauf. Der Hype ist relativ groß in den Social Networks, wird ganz viel drüber geredet und retweetet und bla bla. Und das jetzt mit irgendwelchen Neuankündigungen zu stören, wäre doof. Deswegen glaube ich nicht, dass die das machen. Wahrscheinlich wurde genau in dem Moment jetzt für morgen die nächste Nintendo Direct angekündigt, während ich das sage. Aber es wird Sinn machen. Was müssen wir machen? Besiege die Riesenmonster, eins nach dem anderen. Na, gleichzeitig hatte ich jetzt eh nicht vor, die zu besiegen. Aber besiegen wir doch erstmal den da. So, diese neu eingeführte Lana ist, wie man sehen kann, eine Magierin. Die magischen Shit macht den ganzen Tag. Mehr kann ich über die nicht sagen. So, da haben wir schon unser erstes Riesenmonster. Goma. Für den brauchen wir Pfeil und Bogen, damit wir den besiegen können. Ah, Mist. Konnte nicht ausweichen. Ist nicht schlimm. Im Grunde heißt es bei dem, drauf warten, bis er einen Laserangriff mit seinem Auge macht, mit Pfeil und Bogen draufschießen und dann ins Auge hauen, solange es geht. Eigentlich funktionieren fast alle Bossmonster in diesem Spiel so. Man hat immer die Hoffnung, dass sie diesen Laserangriff machen. Der ist sehr kooperativ diesmal. Manchmal muss man stundenlang gegen die kämpfen. Naja, ein bisschen übertrieben, aber minutenlang, ohne dass sie irgendwas machen, was sinnvoll ist. Für einen selbst zumindest sinnvoll. So, einen Laser brauchen wir noch, Goma. Sei kooperativ. Schleimattacke, okay. Ja, Laser, danke. Ungefähr zwei von diesen Angriffen brauchen wir wahrscheinlich. Und dann haben wir gewonnen. Oh, der ist schon ziemlich tot. Cool. Der könnte jetzt sogar schon sterben, wenn wir noch einmal ins Auge hauen dürfen. Ansonsten sind die übrigens wirklich komplett unverwundbar. Es ist nicht mal so, dass man denen ein bisschen Schaden macht. Die blocken dann einfach alles. Aber ich glaube, ja, den haben wir jetzt. Sehr schön. Dann gehen wir gleich zum nächsten Riesenmonster und verhauen das auch noch. Mal schauen. Nehmen wir den Transportheld mal noch mit auf den Weg. Ein paar zusätzliche Kills
Können nie schaden. Droppen Rubine und Materialien. Why not? Ach, noch ein Goomba. Okay, von mir aus. Machen wir zwei Goombas. Den ersten haben wir jetzt in 2 Minuten geschafft. Das heißt, wir haben 7 Minuten für den hier. Das sollte sich ausgehen, selbst wenn er nicht so kooperativ ist wie der erste. Ich meine, es ist nicht auszuschließen, dass noch ein Zelda-Charakter kommt tatsächlich für Smash Brothers. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Ich fände es ja super cool, weil Zelda ist sowas von unterrepräsentiert, wenn man das mit anderen Reihen vergleicht. Aber ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Aber andererseits, was weiß ich schon? Insofern kann man hoffen. Also ich hoffe ja, dass noch viele Nintendo-fremde Franchise in Smash Bros. Integriert werden, was sicher so sein wird. Aber vielleicht ein Zelda-Charakter, ein zusätzlicher. Ich hätte ja gern die Recken aus Breath of the Wild, alle 4 als Kämpfer gehabt. Eigentlich hätten die 4 Recken einbauen müssen für Smash Bros. Ultimate als Standard-Kämpfer. Aber jetzt als DLC. Ich glaube eher weniger, dass 4 der 6 noch kommenden Kämpfer die 4 Recken sein werden. Deswegen, unwahrscheinlich. Aber gut. Aber die hätten schon. Also das hätte man schon. Also wirklich. Ich bin auch kein Fan davon, dass die sich entschieden haben, in Smash Bros. Das Original-Zelda-Design zu nutzen, statt das Breath of the Wild-Design. Beziehungsweise, warum haben Link, Zelda und Ganon nicht wenigstens einfach verschiedene Outfits, die sämtliche Videospiel-Epochen irgendwie repräsentieren. Warum? Ich verstehe es nicht. Man hätte sogar als Gag den N64-Link einfach wirklich so kantig machen können. Wie war das? Wäre so gut, haben die leider aber nicht gemacht. Naja, gut. Schauen wir mal, hier müssen wir wahrscheinlich was sprengen oder vielleicht was verschieben. Ah, wenn wir was verschieben müssen, brauche ich nochmal Krafthandschuhe. Ja, wir müssen was verschieben. So war das. Aber Krafthandschuhe oder das Kraftarmband haben wir schon mal gefunden. Das heißt, wir können einfach eins kaufen. Ist zwar nicht billig, aber passt. Machen wir. So. Und jetzt können wir dadurch ein Herzcontainer für Zelda freischalten. Warum nicht? Fand außer mir noch jemand Breath of the Wild überhyped? Nee. Ich stehe mit dieser Meinung offenbar allein da. Ich finde eigentlich sogar wirklich, dass Breath of the Wild eines der coolsten Spiele der letzten 10 Jahre ist. Da bist du bei mir an der falschen Adresse, befürchte ich. Kann ich dir nicht beipflichten, leider. Das hat, finde ich... Ah ja, Zelda müssen wir nehmen. Das hat, finde ich, was Open World angeht, wirklich einen ganz neuen Ansatz geliefert, der hoffentlich noch viel Anklang finden wird. Aber, ja. Ich hoffe auch mal, dass es das endlich mit Fire Emblem gewesen ist. Ja, ich mag ja Fire Emblem wirklich. Einige Teile von Fire Emblem, der GameCube-Teil und der Wii-Teil vor allem, gehören zu meinen Lieblingsspielen. Wirklich. Aber es reicht mit Fire Emblem-Charakteren in Smash Bros. Das ist doch, das gibt's doch nicht mehr. Kann jetzt mal Schluss sein. Ich glaube wirklich, also, oder ich glaube, selbst die größten Fire Emblem Three Houses Fans hätten jetzt Byleth nicht auch noch als neuen Charakter gebraucht. Und jetzt ist er, also wirklich. Wenn die dann wenigstens die 3 Oberhäupter, Claude und Tilda und Dings, die noch als Outfits einfach wirklich gemacht hätten für Byleth. Aber nicht mal das haben sie gemacht. Also wirklich. Dass ich das Franchise nicht mag, lasse ich da mal außen vor. Aber ja, genau, eben, ich sage ja selbst als jemand, der die Franchise mag, es ist einfach jetzt echt Schluss mit Fire Emblem. Wenn ich noch einen Fire Emblem-Smash-Charakter, Fire Emblem-Charakter in Smash sehe, das wollte ich sagen, dann, weiß ich nicht, kaufe ich nie wieder ein Fire Emblem.
oder so, aus Protest. Nee, stimmt gar nicht. Aber dann finde ich das nicht gut. Genau, das stimmt, das kann ich sagen. So, Zelda hat eine für das Spiel verhältnismäßig besondere Fähigkeit oder zumindest eine relativ einzigartige Fähigkeit. Denn die sammelt durch gewisse Kombos so Lichtpünktchen. Und diese Lichtpünktchen kann man benutzen, um ihre Kombos quasi nochmal um einen zusätzlichen, meistens recht mächtigen Move zu erweitern. Das heißt, die spielt sich ein bisschen anders als andere Charaktere durch diesen kleinen Kniff. Aber verändert im Grunde auch nicht für zu viel. Es hat sich halt irgendwie, nochmal zum Thema Breath of the Wild, für mich ist es halt so, dass sich seit mindestens 10 Jahren wahrscheinlich mehr im Bereich Open World im Grunde nichts mehr getan hat. Die Ubisoft-Formel hat da im Grunde Maßstäbe gesetzt, die im Grunde immer wieder verwendet wurden. Da gab es keinen Fortschritt, da gab es keine Innovation, da gab es keine Veränderung. Egal ob die Elder Scrolls oder eben Assassin's Creed oder... was weiß ich, Horizon, alle waren die gleiche Open World, die gleiche Formel. Das hat immer gleich funktioniert, selbst Witcher im Grunde. Und Breath of the Wild war eben seit etlichen Jahren das erste Spiel, das zu diesem Konzept der offenen Welt echt einen produktiven Beitrag geleistet hat, echt was Neues gezeigt hat, echt gesagt hat, guck mal, so kann es auch funktionieren. Ohne Fragezeichen überall, ohne To-Do-Listen, ohne Questmarker überall, sondern eben die Welt zum Protagonisten gemacht. Und das einzige Spiel, das ich bis jetzt kenne, das auch so ein bisschen diesen Weg geht, ist Death Stranding, das ich auch echt gerne mag, auch eben wegen dieser Präsentation der Welt und dieses, die erkundbare Welt zum Protagonisten machen oder zum Antagonisten eher. Das finde ich ein super Konzept, das ich sehr gerne mag und das hat Breath of the Wild eben ins Leben gerufen. Und das finde ich großartig. Und allein dafür mag ich das Spiel wirklich gerne. Das finde ich wirklich so cool. Das war so erfrischend und so was Neues. Und so, ich war so froh. Weil als ich gehört habe, dass Zelda Open World wird, war ich skeptisch. Weil ich mir echt gedacht habe, ach komm schon, muss ich jetzt, darf ich jetzt wieder 100 Fragezeichen überall abklappern und habe jetzt plötzlich hier Millionen Sidequests und das hat mich wirklich angekotzt. Aber dann kam das zum Glück wirklich mit seinem ganz eigenen Konzept daher, das super funktioniert hat. Und echt cool war. Deswegen bin ich da ein großer Fan davon. Und wie gesagt, ich hoffe eben, dass das vielen anderen Spielentwicklern als Inspiration noch dient. Breath of the Wild. Sowas dauert immer ein paar Jahre, bis das dann mal im Mainstream sich durchsetzt quasi. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch einige andere Reihen in Zukunft eher auf so eine erkundbare große Welt und eine Welt setzen, die man selbst erkundet, statt dass man einfach nur Marker abläuft. Und das fände ich eine sehr gute Entwicklung. Impa ist in Gefahr. Muss ich jetzt Impa retten wahrscheinlich? Ich habe nicht geguckt vor lauter Fanboy-Gequatsche. Oh, ich glaube wirklich, unser Quartier wird angegriffen und alles. Oh, das ist jetzt... oh, mal schauen, ob ich das Ruder noch rumreißen kann. Moment mal. Zelda und Sheik kämpfen gleichzeitig am Schlachtfeld? What? Na gut, das ist ein Multiversumsspiel hier. Da ist alles möglich. Und dann hat mir in Breath of the Wild eben auch ganz banal dieses Rätseldesign gefallen. Ich war in den alten Zelda-Spielen nie der große Fan von diesen riesen Dungeons. Das hat mich ehrlich gesagt immer ein bisschen genervt sogar. Und da fand ich das super, dass Breath of the Wild von diesen großen Dungeons weggeht und 120 kleine Dungeons einführt und dann noch 1000 Rätsel irgendwie in der Welt versteckt, so Mini-Rätsel. Fand ich super, hat mir echt gut gefallen. Das Einzige, was ich an Breath of the Wild wirklich auszusetzen habe, und das finde ich wirklich sehr schade, ich hoffe, dass das im zweiten Teil vielleicht sich nochmal ein bisschen ändert, ist das Fehlen von Bosskämpfen. Weil die vier Ganon-Kämpfe, die im Grunde immer wieder der gleiche Kampf sind mit leichten Twerks, die sind irgendwie langweilig. Also, das ist halt, ne, ist halt nicht so, naja,
Die Bosskämpfe waren in Zelda schon immer so kleine Highlights. Das fehlt. Und ich weiß schon, die haben im Grunde so ein bisschen diese Open-World-Kämpfe als neue Bosskämpfe konzipiert, gegen diesen Zyklopen und so weiter. Und das ist auch alles ganz nett, aber das ist für mich kein Ersatz für die epischen Superkämpfe aus Breath of the Wild. Aus den alten Zelda-Teilen, meine ich. Die hätte ich gern wieder. Aber ansonsten habe ich an dem Spiel eigentlich nichts zu kritisieren. Sondern finde Sachen nur gut. Ja, so ist das. Was finde denn ich überhyped, wenn wir bei überhypten Spielen sind? Was ist denn so ein Spiel, das alle super geil finden und ich finde es überhyped? Na gut, okay. Da könnte ich eigentlich fast alles aufzählen, was im Mainstream großartig erfolgreich ist, ehrlich gesagt. Da bin ich nicht so der Spieler dafür, glaube ich. Aber, mein Gott, das ist halt einfach auch ganz viel Geschmackssache. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum GTA immer so ein Riesenerfolg ist. Weil, während ich die Weltsimulationen immer beeindruckend finde und richtig cool, finde ich ehrlich gesagt, dass das schlechte Spiele sind. Auf einer reinen Gameplay-Ebene sind das irgendwie keine guten Spiele. Der neueste, der vierte, der hat einige Spielmechaniken, die tatsächlich irgendwie Spielmechaniken sind. Aber davor gab's teilweise in GTAs kaum Spielmechaniken außer Rumfahren und Schießen. Und während das Rumfahren immer sehr gut gemacht war, war das Schießen teilweise furchtbar. Aber da komme ich halt eher von so einer Gameplay-Ecke. Und weniger von einer Story-Ecke oder sowas. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Inzwischen mag ich Spiele, die mir auch eine gute oder spannende Story erzählen, so wie Witcher 3 zum Beispiel. Aber früher war ich ja wirklich ein reiner Gameplay-Fanatiker. Da war eigentlich Gameplay das A und O. Wenn mir das Gameplay nicht gefallen hat, war das Spiel einfach blöd und fertig. Gab's keinen Grund für mich zu spielen. Und wenn die Inszenierung und die Story noch so cool waren. Das hat mir früher gar nichts gegeben. Deswegen war ich auch nie so ein großer Fan von den alten GTA-Teilen. Wobei ich die natürlich, weil sie so omnipräsent waren, immer gern gespielt habe, war das eigentlich immer nur ein, richten wir mal so viel Chaos wie möglich an oder springen mit dem Auto mal über die Schanze oder cheaten uns mal einen Panzer her, geben den Schwebecheat ein und fliegen über die Stadt, indem wir immer nach hinten schießen. So ein Spiel war das eher für mich, aber nie wirklich so ein Spiel, wo ich sage, oh, das neue GTA, yeah. Das ist für mich so ein überhyptes Spiel. Mir geht's auch mit den Bethesda-Spielen, eigentlich mit allen so. Die Elder Scrolls und Fallout 3 und so habe ich auch den Hype nie verstanden. Wobei ich die Spiele sogar mag, aber so gut finde ich die jetzt auch wieder nicht. Das sind für mich so gute 80er-Spiele, die schon cool sind und so, aber Fallout 4, muss ich sagen, hat mir wirklich am besten gefallen. Oh nein, was ist denn jetzt passiert? Jetzt sind wir Game Over. Ich glaube, das Hauptquartier wurde erobert. Fallout 4 hat mir tatsächlich von den neueren Spielen am besten gefallen, obwohl das die Rollenspielelemente so reduziert hat, was mich wundert, aber dafür war so viel Gameplay-Mechanik drin. Dieses Sammeln von Rohstoffen und dieses Bauen der Basis, das war für mich dann der Hauptantrieb und deswegen habe ich das sehr lange sehr begeistern können. Wenn es dann noch zusätzlich mehr Rollenspiel gewesen wäre, würde es mir noch besser gefallen und eine bessere Story hätte und so. Jetzt habe ich wenigstens mal Zeit, dass ich mal wieder kurz in den Chat schaue. Ich hoffe nur, dass in Breath of the Wild wieder die Outfits für Amiibos freischaltbar sind. Habe absolut kein Interesse an der blauen Kluft. Ich finde die blaue Kluft nicht schlecht, aber es wäre natürlich schon cool, das stimmt. Also es wäre grundsätzlich cool, wenn die einfach, und das kann ich mir vorstellen, ganz viel aus dem ersten Teil, was sowas angeht, was Outfits und Waffen angeht, recyceln und dann nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen. Das wäre natürlich super. Ich mochte schon die comichafte Aufmachung nicht. Aber Witcher und Skyrim fand ich toll. Death Stranding ist schön zum Anschauen, kaufen würde ich mir es nicht. Ja, ich war auch nie so ein Grafikmensch, deswegen ist mir das eigentlich. Es gibt schon so Stile, die sprechen mich eher an und die sprechen mich weniger an. Das stimmt schon. Aber das ist für mich auch sekundär. Für mich ist schon immer noch das Gameplay im Zentrum. Auch wenn ich inzwischen gute Stories und gute Inszenierung wertschätzen kann und auch
wenn ich bei schönen Spielen auch mal sagen kann, wow, guck mal, die Landschaft hier, echt toll, ist für mich das Gameplay eigentlich das A und O. Ich mochte zum Beispiel Witcher 3 am Anfang auch nicht, weil das vom Gameplay her eigentlich echt nicht gut ist. Und die Rollenspielelemente im Sinne von Charakterentwicklung fand ich auch nicht sehr ansprechend. Aber das hat mich dann eben durch sein gutes Writing und seine guten Synchronsprecher und seine guten Stories überzeugt. Aber das war auch nicht von heute auf morgen, da musste ich echt erst warm werden mit dem Spiel. Ich habe in Breath of the Wild richtige Dungeons vermisst. Die vier Titanen waren zwar schon challenging, aber das Design war identisch. Ja, das kann ich auch verstehen. Das ist halt auch was, das die sehr stark umstrukturiert haben. Wie gesagt, ich mochte jetzt die Dungeons nie so gerne, deswegen war das für mich eine positive Änderung. Aber ist halt immer gefährlich, wenn man in einem Nachfolger so grundsätzliche Elemente eines Spiels verändert, dass das dann viele Leute nicht mögen. Aber das ist eben das. Solange das Endergebnis gut ist, so wie in Breath of the Wild, nehmen einem Fans das meistens nicht übel, solange man es nicht versaut. Solange man nicht irgendwie Unfug damit macht. Ist ja alles, darf man ja ruhig Sachen erneuern und verändern. Auch wenn ich jetzt sage, ja, Bosskämpfe haben mir gefehlt, würde ich sagen, das, was das Spiel im Vergleich zu seinen Vorgängern gewonnen hat, ist wichtiger als der Verlust vom Alten, so ungefähr. GTA ist immer so beliebt, weil Minderjährige es lieben, Gangster zu spielen. Das kann schon sein, dass das viel ausmacht. Fallout 3 war damals für mich eher ein Zufallskauf. Besser als New Vegas? Echt? Na, das sind sehr verschiedene Spiele, finde ich. Aber da hast du schon recht. New Vegas ist das beste Fallout, wenn es um die Welt und die Story geht. Da sind einfach die Quests so miteinander verwurstelt, verbandelt. Das ist einfach vom Quest-Design und von der Story her, finde ich, das Beste. Das hat auch so... Das wirkt auch irgendwie trotz der Absurdität teilweise am realistischsten und am logischsten. Und das hat eine gute Story, eine gute Welt, ein gutes Setting und ein gutes Quest-Design. Von dem her ist New Vegas definitiv das Beste. Aber Fallout 4 hat, finde ich, die besseren Gameplay-Mechaniken. Dieser Gameplay-Loop von, ich gehe dahin, loote alles, zerleg das bei mir und baue dann an meiner Siedlung rum und gehe dann wieder und sammel wieder Zeugs. Das ist einfach im Grunde für mich... Für mich war Fallout 4 eher schon immer so eine Art Basenbau-Survival-Spiel. Ich hätte gar nichts dagegen gehabt, wenn die Map nur halb so groß ist, aber dafür der Basenbau viel mehr im Fokus steht. Aber das ist bestimmt nicht für jedermanns Sache. Viele haben das Basenbauen komplett ignoriert bei Fallout 4. Aber ich sage nur, für mich war das immer das Zentrum des Spiels und hätten die ruhig noch mehr Fokus drauf legen können. Aber für mich sind wirklich Fallout New Vegas und Fallout 4 sehr unterschiedliche Spiele, die man kaum vergleichen kann, weil in allem, in dem Fallout New Vegas gut ist, scheitert Fallout 4 eigentlich, finde ich, vollkommen. Ich finde da die Charaktere klischeehaft und doof irgendwie alle. Auch wenn die sich echt Mühe gegeben haben bei den Begleitern, funktioniert für mich im Großen und Ganzen nur bedingt. Die übergreifende Story ist echt nicht gut. Und nee. Da versagt Fallout 4, finde ich. Nee, das war bei Witcher bei mir echt keine Liebe auf den ersten Blick. Da musste ich mich echt erst reinarbeiten. Aber nach der Questreihe mit dem roten Baron, mit dem blutigen Baron, habe ich mir gedacht, verdammt, so gutes Writing habe ich in Videospielen selten gesehen. Vor allem nicht in westlichen, muss ich echt sagen. Es gibt einzelne Japano-RPGs, die teilweise echt gute Stories haben. Aber wenn ich so an westliche Spiele denke, fällt mir kaum was ein, das tatsächlich so richtig gutes Writing hat. Nicht so klischeehafte Geschichten, nicht so hier, rette jetzt mal die Welt aus der Welt, beziehungsweise nimm dir dein Gewehr und erschieß die Bösen, sondern wirklich, ja, einfach gut. Und dann auch noch gute Sprecher, die sind auch im Deutschen nicht schlecht, aber gerade im Englischen finde ich die nochmal besser teilweise. Also gerade der blutige Baron, der verliert im Deutschen schon ein bisschen leider. Aber immer noch ist The Witcher 3 eines der wahrscheinlich am besten lokalisierten Spiele im Deutschen, wenn es um Sprachausgabe geht. Naja, genau. Und die Waffenhaltbarkeit hätten die mal besser wieder in Fallout 4 mit eingebracht.
Die Waffenhaltbarkeit. Gibt es im Fallout 4 keine Waffenhaltbarkeit? Ich habe das jetzt schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Aber das würde natürlich in so einem Loot-Spiel komplett perfekt Sinn machen. Das, was in die Waffenhaltbarkeit in New Vegas hat mich immer ein bisschen genervt, aber das liegt auch daran, dass das, ich mag so Crafting- und Reparaturmechaniken zwar gerne, aber nur, wenn sie ein bisschen schöner inszeniert sind, wie einfach nur im Menü irgendwie auf zwei Punkte klicken. Also so Crafting gibt mir gar nichts, wenn ich im Menü einfach nur auf den ausgegrauten roten Trank drücke und dann werden zwei Sachen aus meinem Inventar verbraucht und ich habe einen roten Trank, dann kann man sich's irgendwie sparen. Das macht mir keinen Spaß dann. Aber wenn man das ein bisschen schöner inszeniert, dann kann das, finde ich, schon echt guter Mehrwert sein. Nur die Power-Rüstung hat Haltbarkeit, die Waffen nicht. Ah ja, genau. Ja, genau, weil eben in New Vegas finde ich das mit der Waffenhaltbarkeit eher lästig. Aber in Fallout 4 hätte man das zu einem echt guten Gameplay-Element, finde ich, machen können. Dass man dann eben teilweise dann vielleicht sogar einzelne Raider-Lager überfällt, nur auf der Suche nach gewissen Ersatzteilen für seine Lieblingswaffe. Das wäre doch eigentlich super. Naja, starten wir die Schlacht neu und ich muss besser auf unser Hauptquartier aufpassen. Und die Atomkerne waren dauernd leer. Das ist mir nie passiert beim ersten Mal oder ist mir nie so gegangen, weil ich von Anfang an super sparsam war. Ich war so, die Atomkerne können leer werden. Okay, dann benutze ich die V-Rüstung nur, wenn ich sie wirklich brauche. Und bin halt dann die ersten 40 Stunden komplett ohne Power-Rüstung rumgelaufen. Ab und zu habe ich dann irgendwie beim Ausspähen gesehen, da ist ein Mutantenlager. Okay, dann hole ich mal meine Power-Rüstung. Bin da möglichst schnell durchgelaufen und habe alles getötet, dass ich ja nicht so viel Energiekerne verbrauche. Und dann habe ich ohne Rüstung gelootet erst. Und da war ich super sparsam und hatte dann so nach 50, 60 Stunden einfach so viel Energiekerne, dass das für den Rest meines Spiels gereicht hat. Vor allem scheint ja zumindest, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint so, als würde die Droprate von Energiekernen ganz stark vom Spielerlevel abhängen. Und je hochleveliger man ist, desto mehr Kerne findet man. Weil ab Level 80 oder so waren dann plötzlich in jeder zweiten Kiste Energiekerne. Deswegen, ja, hatte ich dann nicht mehr so die Probleme. Ja, aber das finde ich komisch. Das stimmt, da habe ich nie drüber nachgedacht. Finde ich komisch, dass sie da keine Waffenhaltbarkeit einbauen, weil es gerade da doch irgendwie Sinn machen würde, oder? Komisch. Naja. Wie Outer Worlds war irgendwie leider ein bisschen enttäuschend, finde ich. Das fand ich nicht so gut, dafür, dass das von Obsidian ist. Ich fand das irgendwie so belanglos, leider. Abgesehen von wenigen Stories, wie diese ganze Parvati-Sidequest, die ist cool, die ist richtig, das ist das Highlight des Spiels. Aber abgesehen davon hat das Spiel nicht wirklich was zu bieten, oder? Ich habe es aber auch noch nicht durchgespielt. Ich habe es nur so weit gespielt, wie die Let's Play-Reihe bis jetzt geht. Kann mir gut vorstellen, dass das nochmal weitergeht. Aber ich vermisse irgendwie die Stories, wo ich mir denke, so, das ist clever oder das ist interessant. Irgendwie, leider. Jetzt hau doch ab, Mann. Was ist denn hier los? So, danke. Level up ist gut. Ich glaube, ich muss in die Basis schön langsam, oder? Da kommt gleich eine Krabbelmine. Nein, so viel Zeit ist noch, dass wir das hier erobern, glaube ich. Moment mal, das gehört uns schon. Na, dann ist so viel Zeit, dass wir den Invasoren hier noch töten. Damit das auch unser Tempel bleibt hier. Also unser Basis-Dingsens. Nord-Nord-Tempelhalle. Genau, die Nord-Tempelhalle gehört uns. Und so soll es auch bleiben. Gut, wunderbar. Dann weiter. Hey, könnt ihr mal aufhören? Jetzt hauen mich hier irgendwelche Minions. Was soll denn das? Unverschämtheit. Midna mache ich jetzt auch noch fertig.
So, drop dein Loot. Dankeschön. Und jetzt auf zu unserem Hauptquartier, weil die Mine parkt da gleich. Die Krabbelmine. Irgendwann kommt die gleich. Da ist sie schon. Immer diese frechen Minions, ja, aber wirklich. Die machen kaum Schaden. Diese ganzen kleinen Monster sind im Grunde nur zur Show da, hauptsächlich. Die sind eigentlich in erster Linie da, damit man möglichst viel Gegner rumhauen kann mit jedem einzelnen Angriff. Was auch ziemlich cool ist, das macht schon Spaß, aber ab und zu landen sie dann doch mal einen Treffer und das bringt einen dann ganz schön aus dem Konzept. Beim ersten Moment denke ich mir dann immer, hä? Was ist denn jetzt passiert? Was ist los? Warum sprintet mein Charakter plötzlich nicht mehr? Weil man einfach nicht mehr damit rechnet, dass die kleinen Kerle, die da rumstehen, überhaupt irgendwas tun. Die ziehen auch, glaube ich, nur ein Viertel des Herz oder so maximal ab oder ein halbes maximal. Also eigentlich kann man die auch wirklich ignorieren. Ja, aber GTA, da muss ich schon auch immer, also bei GTA geht's mir halt persönlich so, dass mich das wirklich nur als Sandbox-Simulation einfach schon technisch beeindruckt. Wie teilweise die NPCs miteinander interagieren, ist einfach technisch das Beste, was es auf dem Markt gibt, so. Da steckt einfach so viel Liebe zum Detail und so seltsame teilweise KIs dahinter, dass das einfach interessant ist und Spaß macht. Das Beste, also meine besten GTA-Erlebnisse bestehen eigentlich immer aus dem, wenn wieder NPCs irgendwie seltsam agieren, so wie man es eigentlich nicht erwarten würde. Und wenn dann durch irgendwelche Missverständnisse oder weil jemand daneben haut oder sowas, Kriege zwischen den NPCs entstehen und dann fangen zwei Leute an, sich zu prügeln und dann kommt die Polizei und dann wird eine Schießerei draus und dann fährt der Sanka, der Notarzt, wieder alle und dann bricht Panik aus und da entstehen einfach interessante Dynamiken, einfach nur durch komplexe Reaktionsmuster der ganzen NPCs. Und das ist schon echt beeindruckend, das finde ich cool. Aber das kann nicht das sein, was den Mainstream interessiert. Da muss man, glaube ich, schon eher ziemlich nerdig sein, damit einem das fasziniert. Ich meine, gut, lustige Geschichten passieren, die wahrscheinlich für jeden interessant sind, das stimmt. Aber ich glaube, diese technische Faszination ist eher einem kleinen GTA-Publikum vorbehalten, glaube ich. Ich glaube, ich muss schon wieder zum Hauptlager. Da wird schon wieder ganz schön wild gekämpft. Ja, Mods sind, glaube ich, für die Bethesda-Rollenspiele schon immer wichtig gewesen, das stimmt. Die haben sich ja auch, ich meine, auf Konsolen logischerweise eher nicht, aber zumindest am PC scheint es ja auch ein bisschen so, als würde sich Bethesda darauf verlassen, dass die Community die Spiele schon repariert. Die machen das schon. Und es stimmt ja auch, die machen das wirklich. Aber viele Spiele leben im Grunde von ihren Mods oder sind nur aufgrund von Mods erfolgreich geworden. Also ich weiß, ich kann nur von meinem Freundeskreis in meiner Jugend sprechen, aber ich glaube nicht, dass Battlefield, das erste, bei uns auf den LAN so beliebt gewesen wäre, hätte es nicht den Desert Combat und dann später den Star Wars Mod gegeben. Oh Gott, ich sterbe! Nein! Oh Gott, der hat mich beinahe mit einer Kombo weggewurstet.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt brauchen wir ein bisschen Heilung. Und zwar schnell, weil die Krabbel... Ah, warte mal. Wir haben einen Trank schon. Immerhin. Das reicht. Mann, da waren wir jetzt aber ganz schön in seinem Vernichtungsstrahl drin. Das war jetzt doof. Da muss ich aufpassen. Aber wurden nicht die Desert Combat Modmacher dann eh wirklich offiziell engagiert? Ich glaube schon. Ich glaube, die sind mittlerweile oder vielleicht mittlerweile schon nicht mehr, keine Ahnung. Teil des Battlefield Teams. Ah, nicht schon wieder. Jetzt kommt er schon wieder mit seinem komischen Laser daher. Du bist echt nervig, Geist. Ich muss jetzt unbedingt die Mine hier mal kaputt machen, Mensch. Dann kümmere ich mich um den. Guckt, jetzt hat er uns während unserer Angriffsanimation in seinem Todeslaser hier gefangen. Okay, ist die Mine kaputt? Nee, ist sie immer noch nicht. Ach, komm schon. Hau doch ab. Das gibt's nicht. Okay, jetzt danke. Schnell weg jetzt, dass wir keinen Schaden kriegen. Und jetzt kümmern wir uns um die anderen nervigen Kerle hier. Und zwar schnell. Wie viele Generäle sind denn hier eigentlich gerade? Aber er ist schon der gefährlichste. Ich kann ihn nicht mal anvisieren. Ich muss echt mich nochmal heilen. Es ist echt blöd. Verdammt. Ich kann jetzt auch nicht auf Sheikah wechseln. Auf Sheik wechseln. Weil die NPCs sterben sonst. Die stürzt sich sonst mit ihren 1,5 Herzchen in die Schlacht und bringt sich und alle anderen um. Aber jetzt ist Link in Gefahr. Das heißt, ich muss wieder zurück, weil wenn Link stirbt, ist die Mission auch gescheitert. So ist das, wenn man mit niedrigleveligen Helden in die Schlacht zieht. Aber ich habe wenigstens vielleicht... die Chance, dass die hochleveln, weil hochleveln kann ziemlich guter taktischer Vorteil sein. So, Link habe ich mal schnell geheilt. Und da hinten war Wiese. Wiese ist immer gut. Das lernt man schon im ersten Zelda. In jedem Zelda weiß man, Wiese ist immer gut. Okay. Besiege schnell den Magnus. Ja, ja, jetzt eins nach dem anderen Spiel. Mach mich nicht fertig. Jetzt müssen wir hier drin erstmal, wenn ich ihn mal anvisieren könnte. Dankeschön. Ganz schnell hier Pyromar bezwingen, der auch ein Original-Charakter des Spiels ist. Der hat auch keinen echten Zelda-Bezug. Er sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Irrlicht. Ich weiß nicht, ob der sonst großartig... Ach so, ja gut, die Hände, die in manchen Zelda-Dungeons von der Decke kommen und einem rausschmeißen wollen, die kann er auch beschwören. Der ist so ein bisschen ein Mash aus Zelda-Gegnern, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das ist sein Zelda-Bezug. So, was eine volle Magieleiste nicht alles gleich reißen kann plötzlich. Und schon sind alle besiegt. Dank dem Level-Up ging es jetzt ganz schnell hier zum Glück. Gut, ich glaube, jetzt können wir uns wieder um andere Sachen kümmern. Ich finde das Breath of the Wild Zelda Design eigentlich schon ziemlich cool. Ich mag auch die Breath of the Wild Zelda, weil sie Wissenschaftlerin ist. Und Wissenschaftlerinnen sind schon ziemlich cool. Kann man nichts sagen. Auf jeden Fall cooler als irgendwelche magischen Prinzessinnen. Aber auch das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Pyroma bezieht sich auf den Pyromagnus aus Zelda 1. Den muss ich mal googeln, wie der da ausgesehen hat. An den kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. War das auch ein Endboss? Ja, aber von seiner Darstellung her ist er im Grunde ein Irrlicht.
mit ein paar anderen Zelda-Gegnern vermischt. Gefühlt. Zumindest. Sie sollte eigentlich am Gewinn beteiligt werden. Bei manchen Spielen, stimmt's wirklich. Bei manchen Spielen ist es wirklich so, dass die Modder eigentlich die sind, die die ganze Arbeit gemacht haben. Da haben die Spieleentwickler oft nur eine gute Basis geliefert dafür, dass dann die Modder ein richtig gutes Spiel machen können. Das stimmt. Ja, das ist wirklich, das ist, glaube ich, schon eines der größten Probleme, die Fallout 76 hat, irgendwie. Das Fehlen von Mods, weil jetzt sitzen wir alle da mit dem kaputten Spiel. Und ich meine, viele Bugs wurden ja scheinbar tatsächlich gefixt, ich habe sie lange nicht mehr gespielt. Aber es gibt einfach so grundsätzliche Probleme mit dem Spiel, die kann man einfach nicht mehr fixen. Die werden vielleicht auch nicht als Bugs gezählt oder wahrgenommen. Aber für mich sind das halt einfach so Fehler im Spielkonzept, die aufgrund der Engine oder ich weiß nicht, woran es liegt, nicht behoben werden können und die das Spiel ziemlich kaputt machen. Da gehört für mich zum Beispiel dazu, dass man nur so sehr kleine Lager bauen kann, dass man nicht unendlich viel looten kann, wobei das ja jetzt geht, wenn man 15 Euro im Monat zahlt. Aha. Und so. Alles so beschränkt, alles fühlt sich so künstlich beschränkt an. Und das macht's für mich einfach so kaputt. Das hat gar nichts damit zu tun, dass es verbuggt ist, sondern einfach technisch ein bisschen unausgereift. Oberste Reihe, zweiter von rechts. Oberste Reihe, zweiter von rechts. Ach so, ah, ja, aber ist das ein normaler Gegner, oder? Das ist kein Boss. Ja, gut. Sieht dem ähnlich. Aber ich finde, der hat doch was von dem N64-Irrlicht. Genau, dieses Fallout First. Das macht mir leider... Oh, hätten wir weniger Schaden genommen, hätten wir Aran geschafft. Das hat mir leider tatsächlich Fallout 76 jetzt endgültig ruiniert, dieses Bezahlmodell. Weil eben dieses Feature, dass man unendlich looten kann, ist für mich echt wichtig gewesen. Das hat mir das Spiel sowieso kaputt gemacht. Und dass ich weiß, das wäre jetzt möglich, aber ich müsste 15 Euro im Monat dafür zahlen, ist einfach lächerlich. Ich zahle keine 15 Euro für Fallout 76 im Monat. Ich bin nicht bescheuert. Ich bin schon bescheuert, aber nicht so bescheuert. Nee, wirklich, das ist es mir auch einfach nicht wert. Und ich finde das auch wirklich ein... ziemlich, ziemlich unverschämt hohen Preis, ehrlich gesagt. Für ein Feature, das eigentlich im Spiel sein sollte, standardmäßig. Nehmen wir einfach mal Ganondorf. Ganondorf ist immer gut. Apropos ist immer gut. Schauen wir mal, ob wir den hochleveln können. Beim Anfang ist Ganondorf irgendwie noch gar nicht so gut. Aber wenn man ein paar von seinen Kombos freigeschaltet hat, wird er ziemlich mächtig. Genau. Und dadurch, dass ich nicht vorhabe, diese 15 Euro im Monat zu bezahlen... jetzt aber weiß, dass das Spiel theoretisch viel besser sein könnte, wenn ich sie zahlen würde, weiß ich, also macht mir das das Spiel endgültig kaputt. Leider. Ich werde mir das zwar nochmal anschauen, wenn die NPCs kommen, aber ich weiß jetzt schon, dass ich dauernd im Hinterkopf haben werde, oh, ich könnte mehr looten, also technisch wäre es möglich, dass ich mehr loote. Und das wird mich dann immer wieder wütend machen und immer wieder enttäuschen. Und deswegen, nee.